Digitalisierung ist eine tolle Sache, solange ich im Büro vor dem Bildschirm sitze. Oder wenn ich draußen bei schönem Wetter und mit einer guten Internetverbindung unterwegs bin. Aber im Wald, wenn es regnet, dann möchte ich kein Tablet oder Handy dabei haben. Dann möchte ich die ausgedruckte, wasserfeste Karte dabei haben. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Wir starten in ArcGIS Pro. Hier kann man ein eigenes, benutzerdefiniertes Layout erstellen, indem man zusätzlich zur Karte noch weitere Elemente wie den Titel als dynamischer Text oder auch eine dynamische Legende hinzufügt oder auch weitere Elemente. Am Ende speichert man das Layout dann als Layout-Datei ab, um es im nächsten Schritt dann in ArcGIS Enterprise freizugeben. Dazu geht man in ArcGIS Enterprise in den eigenen Inhalt und unter Neues Element kann man ein Layout-Element erstellen, indem man die in ArcGIS Pro erstellte Layout-Datei einfach hochlädt und unter einem passenden Titel abspeichert. Damit andere User in der Organisation die Layout-Datei auch nutzen können, muss sie noch entsprechend freigegeben werden. Weiter geht's im Experience Builder. Dort habe ich in meiner App bereits ein Druckwidget hinzugefügt. Und in dem kann ich jetzt eine neue benutzerdefinierte Vorlage konfigurieren. Ich muss dafür nur einen passenden Namen freigeben und die Option Layout von Layout-Element verwenden auswählen. Und tue genau das. Ich verwende das eben erstellte Layout-Element auf Basis der in ArcGIS Pro erstellten Layout-Datei. Die Vorlage unterstützt neben PDF auch noch viele weitere Formate. Abspeichern nicht vergessen und schauen wir uns das Ergebnis meiner ArcGIS Experience Builder App an. Über das Druckwidget kann ich jetzt auf Basis der Layout-Datei aus ArcGIS Pro eine angepasste Druckvorlage verwenden, um meine Karte auszudrucken und sie dann auch bei Regen und ohne Internetverbindung mit in den Wald nehmen zu können.